Na gut, dass ich einen Platz mit Aussicht genommen habe. Also wie immer kriegt man das nicht so auf die Kamera, wie es wirklich aussieht. Der Wald scheint echt zu brennen. Das sieht total toll aus mit bloßem Auge. Das kriege ich nur jetzt nicht so auf die Schnelle so gefilmt. Ah, na, das geht ja gut los heute Abend. Also das ist wirklich, das macht jetzt was her. Inzwischen ist der Sonnenuntergang noch ein bisschen spektakulärer geworden. Ja, das ist immer so. Also wenn man da nicht irgendeine super tolle Spiegelreflex hat und eine ganze Belichtungsreihe macht und genau rumprobiert, wie man das jetzt nun am besten einfängt, mit Autofokus klappt das selten, beziehungsweise automatischer Belichtung. Jetzt kann das theoretisch meine kleine Kamera hier auch alles. Theoretisch, praktisch habe ich aber anderes zu tun und ich sehe es ja, ne? In all seiner Pracht. So, ich hoffe, man kann mich sehen. Das hier ist so mein Plan, was die Beleuchtung für heute Nacht angeht, weil die Nacht wird ja logischerweise noch ein Weilchen dauern. Es ist mit dem Wind echt schwierig hier, wie ich inzwischen festgestellt habe. Das ist so ein bisschen so, als gäbe es hier so Mikrowinde, die dann mal aus was anderem als aus der Hauptwindrichtung kommen. Also das ist nicht nur ein bisschen so, das ist da tatsächlich so. Das sind so ganz leicht Luftzügelchen. Das macht es für mich nicht sonderlich kalt. Das kann es aber wirklich schon ganz schön schwierig machen, so eine Wachsfackel hier zum Beispiel anzuzünden. Das ist nämlich nie so einfach, die Dinger da angezündet zu kriegen, ne? Ein Feuerzeug habe ich nicht. Und selbst damit ist es nicht ganz einfach, die Teile angezündet zu bekommen. Ich habe ja Streichhölzer und selbstverständlich diverse Feuerstiele. Müsste mir aber tatsächlich, wenn mir jetzt die Streichhölzer ausgehen, so viele sind es nicht, drüben im Wald im Dunkeln Birkenrinde suchen, um dann mit den Feuerstielen was anfangen zu können. Ich habe selbstverständlich genug Licht. Im Grunde bräuchte ich also quasi jetzt ab sofort nur noch einmal Feuer, um mein Essen sozusagen anzumachen. Ach nee, ich bräuchte noch mal Feuer, um mein zweites Essen anzumachen. Das mit dem Autofokus durch diese sich ständig bewegende Flamme hier jetzt zugegebenerweise gerade nicht ganz einfach. Aber man erkennt mich ja trotzdem einigermaßen. Und ja, Lager steht, schönen Sonnenuntergang haben wir gehabt.
was ich beim Lageraufbau nicht mehr gesehen habe, weil ich dann irgendwann gedacht habe, ja gut, jetzt langt's. Ich habe mir da jetzt noch so ein Vordach drüber gehängt, unter dem sitze ich jetzt gerade. Also quasi die zweite Zeltbahn als Vordach dann noch angebaut. Plan ist ja, zwecks Silvester, ne, auf den höchsten Berg in der Gegend. Ich bin jetzt bloß auf dem zweithöchsten Berg in der Gegend und auch nicht direkt auf dem Gipfel, aber halt mehr oder weniger zu kraxeln. Das ist nicht weit, das ist eine gemütliche halbe Stunde wahrscheinlich. Ja, lass es 45 Minuten sein. Also ich werde so um 11 auf jeden Fall loslaufen. Dann habe ich keinen Stress. Dann sollte das kein größeres Problem sein, erfolgreich bis um 12 dann auch entsprechend da zu sein. Hab vier so Fackeln übrigens. Theoretisch sollen die eine Stunde und 15 Minuten brennen. Das glaube ich ja selber nicht. Also ich bin ganz froh, wenn die eine halbe Stunde, so 35 Minuten, 40 Minuten durchhält. Dann bin ich schon ganz zufrieden. Die sind tatsächlich aus dem Silvesterbedarf, sage ich jetzt mal. So, ich halte die Kamera jetzt mal so, dann sieht man mich, glaube ich, nämlich besser. Dann stellt sie nicht immer auf die Flamme scharf, sondern eher auf mich. Ja. Aus dem Silvesterbedarf eben, da wo es auch die ganzen Böller und Batterien und all so ein Zeug gibt, da ist die her. Es ist halt ein viel angenehmeres Lichtchen, wenn man dann noch mal ein bisschen was erzählen möchte im Lager und die Nacht lang ist, so wie heute, dann will ich da nicht die ganze Zeit mit der Taschenlampe rumspielen, auch wenn das natürlich ginge. Da hätte ich schon genug Taschenlampe dabei. Aber so ist es jetzt auf jeden Fall schon mal ziemlich gemütlich. Hab mir jetzt auch schon mal ein bisschen Probe gelegen da hinten. Da bekommt man nichts vom Wind ab. Also da mache ich mir keine Sorgen, dass das großartig kalt wird. Ich mache mir auch ganz wenig Sorgen, dass es hier größere Probleme mit dem Regen geben wird. Den wird es geben heute Nacht. Ich habe hier aber doch noch genug Bäume über mir drüber, dass er voraussichtlich relativ gerade fällt und nicht allzu sehr vom Wind abgetrieben. Und auch mit diesem Mikrowind, der hier scheinbar ja doch eine gewisse Rolle spielt, den soll es eigentlich auch nicht unter mein Obdach pusten. Das kann ich mir nicht vorstellen. Isomattentechnisch lege ich dann nachher noch meine Bundeswehr-Isomatte auf die Thermarest Z-Lite. Dann habe ich auf jeden Fall auch was Dickes genuges. Und Schlafsack ist Defense 4. Ne? Nur für diejenigen, die das interessiert. Ja. Jetzt ist der Plan, dass ich ein bisschen lesen werde und dann werde ich, wenn ich damit fertig bin, ganz in Ruhe mir dann anfangen, mal was zu köcheln. Das heißt, es gibt dann, wenn es erstes vernünftiges Kochvideo, also vernünftig im Sinne von der Aufwand zum Kochen übersteigt, das physikalische Kochen. Physikalisches Kochen ist der Übergang, ne, von flüssig zu gasförmig. Das kriege ja selbst ich meistens noch problemlos hin, dann irgendwie ein kleines bisschen was Aufwendigeres zu machen. Das habt ihr noch nicht gesehen, sagen wir es mal so. Das mache ich schon mal. Nur, ne, das gibt es dann für gewöhnlich nicht in dokumentierter Form, sage ich jetzt mal vorsichtig ausgedrückt. Oh, inzwischen sehe ich zugegebenermaßen ein kleines bisschen bescheuert aus, ne? Aber Hut muss man aufziehen, das geht ja bekanntlich nicht ohne. Und noch mit dem tollen Kopftuch drunter. Naja, jedenfalls habe ich jetzt gerade einen kleinen Rundgang gemacht und nochmal ein bisschen meine Situation genauer ausgekundschaftet, nachdem ich was gelesen hatte. Und habe festgestellt, jo. Und habe weiterhin festgestellt, bei Vollmond, der Blick runter ins Tal, oh, also fast Vollmond. Irgendwie sind noch 2, 3 Tage oder irgendwas, bis es soweit ist. Aber eben ist es saumäßig aufgeklärt, alles aufgerissen, ganz helle Nacht geworden. Ich habe dann gerade irgendwann unterwegs, als ich aus dem geschlossenen Wald rausgekommen bin, erstmal die Taschenlampe ausgemacht und erstmal geguckt, oh, jetzt aber, ne? Also, das macht schon was her. Wind ist nicht mehr geworden, aber auch nicht weniger. Jetzt habe ich Lust auf einen Schluck aus meiner Thermoskanne. Eigentlich wollte ich ja ein stilvolleres Trinkgefäß mitnehmen als so ein Becher, aber ich meine im Grunde, es ist echt wurscht, ne?
Und demzufolge habe ich das jetzt halt nicht und habe nur so einen Becher. Jetzt gibt es erstmal einen guten Schluck, weil der Ben mag Schweine und deswegen darf er auch alleine trinken, ne? Nur ein Schwein trinkt allein. An Silvester brauche ich Met, Honigwein, brauche ich an Silvester nach Möglichkeit traditionell sehr gerne. Einfach lecker. Generell ein paar Takte zu Alkohol im Wald. Also Alkohol am Steuer ist definitiv noch ein bisschen eine dümmere Idee als Alkohol im Wald. Alkohol im Wald ist aber auch gerade insbesondere dann, wenn es ein bisschen kalt ist, was durchaus gegeben ist, nur eine begrenzt gute Idee. Erstmal macht es natürlich schön warm, wissen wir alle, aber danach kühlt man auch schneller aus und das kann tatsächlich dann schon auch zum Problem werden. Es ist dann zu vernachlässigen, wenn man einen Schlafsack hat, der extrem warm ist, beziehungsweise viel wärmer als er eigentlich sein müsste, und dann kann man vorm Schlafen gehen auch noch eine gute Nacht Met trinken. Ne? Also was Alkohol angeht, ich bin ja jetzt kein Dauerkonsument von dem Zeug, aber hin und wieder trinke ich schon mal gerne ein Schlückchen. Will dabei also auf keinen Fall Werbung drauf für machen. Und habe ich normalerweise auch wirklich kaum im Wald dabei. Also wenn, dann nur bei irgendwelchen Gruppenveranstaltungen bisher. Das ist das erste Mal, dass ich für mich selber einfach mal welchen mitgenommen habe. Weil es ist halt Silvester, ne? Fein, fein, fein. So, stellen wir irgendwo hin, wo kein Dreck reinkommt. Also möglichst wenig Dreck. Kein Dreck, das, ja. Solche Vorhaben habe ich aufgegeben. Gut, jetzt die große Frage. Was gibt es nun zu essen? Es gibt, also das Gericht nennt sich, ich habe das mal irgendwann so benannt, nachdem es keinen offiziellen Namen hatte, schottische Käsenudeln à la Jochen. Muss ich erstmal kurz erzählen, wer ist der Jochen? Der Jochen, ne? Also man hat ja im Laufe seiner Existenz, so als Ben, hat man ja so die ein oder andere Person getroffen, die fand man scheiße. Und der Jochen, der ist so ziemlich das Gegenteil davon. Das ist der, also wenn man jetzt sagen müsste, Vorbilder nennen, ne? Dann, wenn ich das müsste. Ich orientiere mich jetzt nicht an irgendeiner Person spezifisch und will so sein wie die. Das bestimmt nicht. Aber sagen wir mal, ein sehr gutes Beispiel gegeben hat der Jochen. Leider habe ich keine Ahnung mehr, wie der mit Nachnamen hieß. Sonst könnte man ja vielleicht mal recherchieren und rausfinden zu versuchen, was der Jochen jetzt eigentlich tut und wo der Jochen abgeblieben ist. Der Jochen war ein Gruppenleiter auf meiner, ich glaube, es war meine vierte, ja, es war meine vierte Tour. Trekkingtour, die ich gemacht habe, Schottland, West Highland Way, ein Stückchen, das letzte Stück. Was heißt das letzte Stück? Also so das letzte Drittel ungefähr, so rein von den Kilometern her. Könnte auch ein bisschen mehr als ein Drittel gewesen sein, vielleicht 40% oder was. Irgendwie so. Und da war der Jochen, eben der Gruppenleiter, zusammen mit der Jette. Das hat gut zusammengepasst, Jette und Jochen. Und der Jochen hat das so cool gemacht. Was mir noch vor allen Dingen in Erinnerung geblieben ist, wir hatten dann mal, später sind wir noch auf die Isle of Skye, wer die nicht kennt, der sollte dann mal dringend hin. Und da hatten wir mangels einem großartigen Wanderwegenetz ein Stückchen auf der Straße laufen müssen und hatten dann irgendwann keinen Bock mehr. Also haben wir uns dann quasi in der Kurve der Straße, also so eine sogenannte Single-Track-Road, also schon eine asphaltierte Straße, aber so schmal, dass wenn die einer entgegenkommt, beide quasi bremsen, einer zurückfährt bis zu so einer Ausweichbucht und dann den anderen vorbeilassen kann, wer halt näher an der nächsten Ausweichbucht dran ist. Man hat Zeit auf der Isle of Skye, offensichtlich. Naja, jedenfalls, auf so einer Straße waren wir unterwegs und dann kamen wir in eine Kurve und haben beschlossen, au ja, das ist jetzt die Kurve, in der wir keinen Bock mehr haben, und sind aus der Kurve raus und quasi ein paar Meter in die Pampa gelatscht. Was heißt ein paar Meter? Das waren bestimmt schon 150.
Und haben es uns dann da halt eben entsprechend gemütlich gemacht, Zelte aufgebaut, Wasser gab es da auch, alles prima, alles super. So, da waren wir schon eine Weile unterwegs, das war vielleicht unser vorletzter Lagerplatz, vielleicht irgendwie sowas um den Dreh. Ne? Und dementsprechend waren wir langsam am ausgehungert sein, ausgehungert nach Zivilisationsfutter. Gerade wenn man eine Gruppe ist, dann kann man sich ja gegenseitig in den Hunger nach Zivilisationsfutter ganz wunderbar reinsteigern. Und jedenfalls wollten wir Pizza bestellen, Adresse in die Kurve von der Straße. Und das ist mir auf jeden Fall noch hängen geblieben. Und wir haben den ganzen Abend mehr oder weniger rumgewitzelt, dass wir unbedingt Pizza bestellen wollen. Und ob es dann wenigstens was Gescheites zum Frühstück gibt, wenn wir schon keine Pizza kriegen, dann haben den Jochen halt so ein bisschen genervt. Ne? Eben als Gruppenleiter muss man ihn dann ja nerven mit sowas. So, am nächsten Morgen, was macht der Jochen? Er zieht seine Jogging-Schuhe an, die er in seinem unendlich schweren Rucksack auch noch mitgeschleppt hat. Also was der an Zeug getragen hat, jenseits von Gut und Böse. Ich muss sagen, ich würde mir das heute fast auch schon zutrauen, weil wir halt echt nicht weit gelaufen sind. Die Tagesetappen waren zum Teil halt wirklich lächerlich. Aber trotzdem, Jochen zieht seine Laufschuhe an. Jochen rennt ins nächste Dorf und kommt wieder mit einer Gallone Milch. Echter Milch, nicht Milchpulvermilch. Damals war Milchpulvermilch noch ein Problem. Inzwischen habe ich ja gutes Milchpulver gefunden. Und das hat den Jochen jedenfalls zum Inselheld des Tages gemacht. Und er hat noch weitere großartige Heldentaten vollbracht. Und generell war er einfach so ein cooler Typ. Und auch vom Outdoor-Skill her halt einfach derartig kompetent. Und alles so locker rübergebracht und mit seinem speziellen Jochen-Humor. Und unter anderem, ich weiß leider nicht mehr, ob das nicht theoretisch auch ein Kochrezept von der Jette hätte sein können, hat er dann zwecks Nahrungsaufnahme erfunden, die schottischen Käsenudeln à la Jochen. Vermute ich, dass er es war. Ne? Wie gesagt, es könnte auch die Jette gewesen sein. Ich will der Jette auch überhaupt nichts Böses, die war auch super nett. Aber bei mir sind es die schottischen Käsenudeln à la Jochen und nicht etwa à la Ben.